Eine Verfolgungsjagd im US-Bundesstaat Florida. Doch etwas ist seltsam, die Cops jagen einen Streifenwagen. Im Innern des Fahrzeugs sitzt ein Polizist, ein Mann aus den eigenen Reihen. Es ist 11:45 Uhr, als der junge Polizist mit rund 130 km/h an einer Verkehrskontrolle vorbeirauscht. Die Beamten nehmen die Verfolgung auf. An der Kurve ein kurzes Verharren, Flackerlichter und weiter geht die wilde Fahrt. Trotz Sirenengeheul denkt der Polizist offenbar gar nicht ans Anhalten. Der Raser-Cop ist sich keiner Schuld bewusst.